Hallo und herzlich willkommen zurück beim Mad Games Tycoon bei. So, meine Mitarbeiter. Wie gesagt, die Game Tester würde ich gerne besser machen. Marketing Support hatten wir gerade. Weil da immer noch drei werde ich. Egal. Musik und Sound haben wir zwei sehr gute. Die anderen drei stecken wir jetzt mal hier rein. Sound. Ist jetzt immer so schnell. Für Kingdom and Brain? Ich habe mir gedacht, das geht jetzt schon langsam weg. Heck hat auch ein ordentliches Plus gekriegt. Oh. Es gibt Produktionsaufträge? Moment. Echt? Jetzt erst mal für Taito. Wahrscheinlich machen wir da gerade unsere eigenen Spiele für Taito, gell? Grafikqualitätssicherung. Lagerbestände sehe ich irgendwo genau wie viele. Ah. Nein. Ah, da sehe ich. 18.000 sind da noch da, das ist okay. Wenn die weg sind, würde ich sagen, schmeiß mal's raus. Weil die Collectors, da habe ich viel zu viele gemacht. Arbeitsmarkt, zeige mir mal. Auch keinen Soundartist. So, zeig sie mir mal nach Beruf. Forschung, Hardware und Technik. Marketing, Grafiker. So, wir übergeben das an Taito. Es wird ein Hit. Sehr gut. Das Bild dazu war gut, ja. Mhm. Ja, rein läuft es. Ein tolles Spiel. So, Spielbericht erstellen. Aber man kann es halt wirklich, ja. Hm. Könntest du nur Däumchen drehen, das ist doof. Können wir vielleicht einmal unsere Engine updaten? Ne, wir haben alles drinnen. Vielleicht mal eine andere Konsole. Weit verliert so langsam. Kannst du mir das nach Marktanteil sortieren? Danke. Wir gehen da mal auf den Personal Computer. Okay. Plattform ist internetfähig, cool.
Okay. Vielleicht sollte man eine neue Engine entwickeln. Die nennen wir jetzt Advanced E, ja genau. Mit allem drinnen, was sein kann. Spezialgenre Plattformer. Und hier nehmen wir mal für den Personal Computer. An der Engine könnt ihr, glaube ich, nicht mitwirken. Doch, könnt ihr. Ne, könnt ihr nicht, was kein Spiel ist. Okay. Ich ja irgendwo. Muss also echt daher. Und hier ist. Ihr macht mal Spielerberichte, ihr entwickelt die Engine. So, wir wollen jetzt erst einmal unseren Spielbericht sehen. Can't drive this. Wir haben gerade mal das Jugendfrei erraten, ist okay. Das wäre die Dano. Wir brauchen B-Plus-Spieler mittlerweile. Wir machen ein Geschicklichkeitsspiel mit Rollenspiel-Thema. Cyberspace. Okay. Kinder. Weltall. Mhm. Geschicklichkeit. Ja, wir haben leider hier nichts gesehen, was wir gerne hätten. Aber wir gehen dann mal davon aus. So, ich zeig's mir bitte nach. Markt an. Marktanteil. Weit. Katari. 82 rausbekommen, okay. Da braucht die Entwicklung halt länger. Wir nehmen Advanced E. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht noch nach Quatsch aus. Alle geeigneten Features. So. Also probieren wir es mal höher. Und da gehen wir eben mal auf. Ah, gut. Spiellänge machen wir mal. Warte, gehen wir mal auf die Berichte zu Pack. Einsteigerfreundlicher. Zu sehr für Core Gamer. Also weniger für Core Gamer, mehr für Casual Gamer. Einsteigerfreundlicher. Was wünscht ihr euch noch? Besseres Level Design, besseres Missionsdesign. Dann gehen wir bei der Spieltiefe ein bisschen runter und bei der Spiellänge. Zugänglichkeit, Innovation, Story gehen wir noch weiter runter, Charakterdesign gehen wir weiter runter, da gehen wir dafür noch was drauf. Okay, probieren wir es mal so. Natürlich sollen alle wieder zuarbeiten.
Achso, ihr seid noch bekannt, Drive This. Mhm. Ich bin ein Lehrer, was? So, zack her mal. 12.000 von dem einen, okay. Gibt gerade keinen Auftrag. 7 Aufträge hätten wir für die Entwicklung. Spezialmarketing. Für, nehmen wir jetzt mal der Lazy-Tat. Nein, wir picken doch keine User-Reviews, sorry. Also echt. Ja gut, ich meine, es ist leider heute, ja, übliche. Ja gut, Automatik beenden. Jetzt kommen wir schon langsam in mehr Auswahl. Achso, ja klar, ist nur ein Forscher derzeit. Die anderen habe ich ja da drinnen. Marketing. Machen wir Marktforschung. Ergab, dass 100% deiner Spieler eine Retail-Version und 0 eine digitale waren. Okay. Wir würden feststellen, dass 21% der Käufer für eine Deluxe und 13% für sich... Ah, okay. Ja, Personal Computer. Hm. Na, dann geht das ja vielleicht auch noch weg. So, du erforscht bitte das neue Genre Wirtschaftssimulation und wir schauen uns mal an, wie es ausschaut. Da haben wir noch 9000. Verkauft sich denn Indie? Wieso hat das so nachgelassen? Aber werden es hoffentlich rausfinden. Spielbericht. Nee, da. Eigene Spieler. Konzepte. Can't drive this. Spieltiefe, Leveldesign haben wir erraten. Das auch. Immerhin. Blitzscreen Multiplayer. Ja, das hat das Spiel sowieso. Hm. Vielleicht könnten wir im Spiel noch ein bisschen helfen. Sorry, Arbeitsmarkt. Bin da irgendeiner. Wieso kriegen wir keine Game-Tester? Ja, dass der Raum nichts zum Tun hat, weiß ich. Ich habe gerade keine Aufträge für ihn. So, Entwicklung fortsetzen. Wir könnten es, warte mal, ich habe eine Idee. Wir könnten hier noch eine Entwicklung bauen. Eine relativ kleine.
mit einfach zwei Arbeitsplätzen drinnen oder so. Gut, von mir aus sogar ein bisschen mehr. So. Mit einem Mülleimer versteht sich. Wasserspender versteht sich auch von selbst. Kaffeemaschine sowieso. Medizinschrank wäre ganz gut. Heizung. Okay, Beliebtheit. Ein Plänzchen. Ein paar Bilder. Oh. Und von mir aus einem Teppich. So. Und jetzt nehmen wir da rein einen Mitarbeiterübersicht. Programmierer. Mhm. Und einen Game Designer. Den hier. Dann sagen wir Aufgabe verschieben daher. Genau. Ja, ja, den leitenden Designer machen wir. Moment. Genau. So. Und ihr könnt dann was anderes machen. Bis die restlichen vier fertig sind. Malo-Party ist vom Markt, gut. Wir bräuchten eine Marketing-Kampagne. Und zwar für dieses hier. Ihr erledigt jetzt einfach mal ein paar Auftragsarbeiten. Wir bräuchten für den Flur hier vielleicht noch was Hübsches, eine Sitzbank, Mülleimer, eine Heizung. Lampe vielleicht. Ein Plänzchen. Okay. Eine Auftragsarbeit erledigt. Mhm. 71 Bucks habt ihr? Ach du Scheiße. Im Soundstudio wird es einen Auftrag geben, aber die sind noch nicht fertig.
Da, wie viel haben wir noch im Lager? In die Silber könnten wir mal. Keine Ahnung, mach noch mal 8 Dosen. Schiff Simo ist in der 2 einfach so, so. Schauen wir uns die mal an. 72% achten. Ihr kriegt jetzt noch einmal Forschung für Profis. Der hohe, oder? 87. Du hilfst ihm mal. Und du, mein Lieber, mit den 34. Dafür kommt ja mit den 73 da dazu. Sound ist noch nicht fertig. Und die ganzen Bugs müssen noch weg. Jetzt ist das Set unendlich vom Markt, okay. $60, okay. Wir sind noch beschäftigt, ja. So. 28%. Du kriegst die Forscher dann viel besser ausgebildet wieder. Sound Artist. Wissenschaftler. Könnte man jetzt mal noch was probieren? Fast 64 programmieren. Das bringt nicht viel, du schaffst auch keine hohen Werte. Gut, dann gehen wir dich wieder raus. Wo ist denn jetzt ein Game Artist? Game Designer. Dann schauen wir uns deine Werte mal an. 0,7, 0,4. Nein, das bringt auch nichts. Nee. Ich wollte einen Mitarbeiter haben. Ich wollte nur mal ausprobieren. Begeistert vom Sound von Steve Simon. Gut. So, das Studio hat gerade nichts zu tun.
Dann könnt ihr ein kostenloses Add-on machen. Und zwar zu Can't Drive This. Und da ist jemand fertig geworden. Nämlich meine Sound Artists. So, wen hätte man jetzt? Mitarbeiterübersicht. Zeig's mir mal nach. Geht nicht gut. Game Designer hätte ich hier 4 Stück, die ich reinstecken könnte. Selektieren. Game Design für Profis. Viel Spaß. Gut, wie schaut es jetzt hier aus? 4000 Versionen von Indie hätten wir noch. Aha. Ich meine, sie verkaufen sich immerhin. Updates Add-ons. Für den Schiffssimu. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir sehen, ob das Spiel hier ein Erfolg wird. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.